So, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Der Jörg zockt und einer weiteren Folge von MotoGP 14. Wir sind ja letztes Mal hier nach Phillip Island stehen geblieben, jetzt hier in Sepang in Malaysia und ja, genau da gehen wir jetzt auch hin. So, genau, da ist Malaysia. Bin jetzt mal echt gespannt hier, was jetzt dann schlussendlich passiert, weil es ja kurz vor Ende der Saison hier. Ich habe zwar hier den Trainer ja losgeschickt, beziehungsweise hier den Finder hier zu einem anderen Team, aber bisher kam ja noch nichts zurück. Genau. So, Vorgabe mit der Position Drehlänge 5,5 Kilometer. Ja, dann da auch mal gleich hin. Der Ladebalken wird wahrscheinlich auch wieder elend. Oder beziehungsweise gleich so lang sein wie vorher auch. Ja. Gut, die Tipps kennen wir mittlerweile auch schon alle auswendig, genauso auch wie das hier. Ja, gut. Mei, ne, es gibt Schlimmeres. Hauptsache hier die Rennen fetzen und das machen sie garantiert. Juh. Jetzt müsste natürlich nur mal hier noch alles fertig werden, dass wir losstarten können mit dem Qualifying. Ah, wunderbar. So, erstmal noch das kleine Video. Ohne Ö, mit O. Okay. Doch, da ist wohl auch alles anzutreffen von den Nationen her. Okay. Schicke 5000 und so weiter. Toll, wunderbar. Gut. Das reicht auch erstmal, würde ich behaupten. So, der Stadt Kuala Lumpur. Ah, okay. Die kenne ich sogar. 50 Kilometer südlich davon. Das ist diese Rennstrecke hier. So, 1998 erbaut. Längste gerade 920 Meter. Okay, das ist die Zielgerade definitiv. Links 5, rechts 10. Okay. Ja, das könnte auch ein bisschen knackig werden. Wir begrüßen unsere Zuschauer live von der Rennstrecke Sepang. Jo. Und ich begrüße meine Zuhörer live aus München. So, Fahrzeugentwicklung müsste ja eigentlich nichts mehr gehen. Nein, 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 nein. Gut. Wunderbar. Dann hier gleich mal ab zur Strecke. Das Qualifying. Ja, wieder verspringen hier. Gut. Dann mal gucken, was wir jetzt diesmal hinkriegen. Ja, fahre ich dann auch gleich drauf zu, auf die lange Zielgerade. Uhä. Okay. Gut, und mal wieder hier nass. Merkt man auch. Huhu. So. Dann mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, dass wir eine gescheite Rundenzeit wieder hinlegen, dass wir wieder auf dem Platz 1 des Rennen beginnen können. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch mal so Pi mal Daumen mal die ganzen Trophäen durchgeguckt. Also einige habe ich ja schon, ein paar fehlen mir logischerweise noch. Also ich denke aber mal nicht, dass es das Spiel hier allzu lange dauern wird, um das Ding hier auf Platin zu ballern. Also da kenne ich auch noch andere Rennspiele, wo es dann bei weitem länger geht. Aber naja, ist natürlich so an sich auch nicht so ganz verkehrt. Und ja, da komme ich schon wieder schneller mal dazu, hier nochmal was anderes zu datteln. Wobei ich natürlich, klar, logischerweise nicht ganz die ganze Zeit nur MotoGP zocke, sondern momentan ja auch noch hier in Justice und Diablo 3, League of Legends, Final Fantasy 14 Online und so weiter, bla bla bla. Von dem her geht es eigentlich ganz gut und mein Zeitplan ist auch relativ gut voll. Ja, deswegen teilweise sieht man ja auch die Uhrzeiten in meinen Let's Plays. Ja, kommt nicht von ungefähr, dass ich meistens so halb vier, vier ins Bett gehe. Und ja, ich habe auch eine normale Arbeit und Frauenkind zu Hause, also von dem her, ne. Das geht alles. Dauert halt dann nur halt länger, beziehungsweise weniger schlafen, dann geht das. Jo, so viel jetzt mal dazu. Also die Strecke so an sich fährt sich jetzt mal relativ gut. Momentan, trotzdem, dass die nass ist. Wobei ich da auch ehrlich gesagt kaum Unterschied merke, außer jetzt gerade hier direkt, wenn ich jetzt hier direkt mal beschleunige. So, dass halt hier das Hinterrad so ein bisschen, ja, ansatzweise durchdreht. Aber ich denke mal, da werden meine ganzen Fahrhilfen dann gleich wieder greifen. Dass mich hier das Moped hier nicht, genauso wie jetzt, komplett aus der Bahn schmeißt. Aber ich meine, gut, ja, das geht jetzt gerade immer noch, also tragisch war das jetzt hier gerade nicht. Oh. So, okay. Boah, okay, die ist knackig hier, die Kurve. Boah,
eine Gerade, dann da vorne ist ja gleich schon die Zielkurve. Dort auch ganz schön an die Strecke. Okay, gut, klar, 5,5 Kilometer, ne? Das ist dann logisch, wegen was ich jetzt hier über 2 Minuten pro Rennen bin. Aber ich werde natürlich trotzdem wieder 2 Rennen hintereinander fahren in diesem Part hier. Weil, ja, immer nur eine Strecke zu sehen pro Part finde ich ein bisschen persönlich zu langweilig. Außerdem will ich ja auch nicht die ganze Zeit hier 40.000 Videos machen für eine Strecke, so ungefähr. Gut, Datenpack haben wir erhalten, wegen was auch immer. Zurück zur Box. Dann, same as ever, vorspulen hier. Na, so jetzt. 6,7 Sekunden, knapp. Ja, das lief dann wohl gut, würde ich behaupten. Okay, 6,5. Aber egal, 6 Sekunden, das ist hier nicht gerade wenig. Ja, perfekt, Platz 1. Und zack, Stufe 23. Neues Racing-Team, neuer Fahrer, perfekt. Man hat es ja natürlich auch jetzt gesehen mit dem, im letzten Part hier mit dem Coach da, wo ich hier losgeschickt habe, hier, um mein anderes Team da zu organisieren. Ja, dass so ein paar Teams so grau hinterlegt sind, die kann nur nicht auswählen. Ich denke mal, das liegt gerade damit zusammen, dass mein Level zu niedrig ist, um die Teams freizuschalten. Ja, also wie jetzt gerade hier bei dem Level-Update hier mit neues Team freigeschalten. Ich denke mal, das hängt damit zusammen. Also aber da auch nochmal so einen kleinen Motivations-Push. Jo, wunderbar. Da ist auch schon das Rennen. Legt man dann auch gleich mal los. Das Moped muss ja diesmal nicht angucken, sondern direkt zur Strecke. Mehr verbessern geht ja leider nicht. Schade, hier haben wir auch noch so andere Mopeds, also hier beziehungsweise andere Auspuffarten oder sowas, so wie so Tuning-Ding noch mit reinmachen können. Das ist natürlich geil. Aber ich denke mal natürlich hier, die Motorräder hier in MotoGP unterliegen natürlich bestimmten Regeln und keine Ahnung, wie was alles wieder man neulich ja gesehen hat mit dem Tankvolumen zum Bleistift. Ja, kann man natürlich nicht wirklich viel dann tunen, wenn hier alles vorgegeben ist. Außer jetzt ein bisschen hier durch den Techniker. Was man da hier sagen kann, ja, hier zu langsam, etc. Pipapo. Ah, gut. Egal. So, dann ziehen wir jetzt mal schön hier allen davon. Auf jeden Fall ist die Fahrbahn jetzt noch nasser. Das merke ich hier definitiv auch in der Kurve. Mit Dauergas geben ist da nicht. Wobei die natürlich hier die ganzen Pfeile nach wie vor grün wären. Aber ne. Wenn ich das machen würde, haut's mich weg. So. Schauen wir jetzt mal, wie wir das Rennen hier da fahren können. Gut. So. Uha. Okay. Ja, passt. Gut, wo sind die anderen? Ach, ganz da hinten. Perfekt. Ja, ist schon ein guter Vorsprung hier. So. Gut. Das haben wir. Also ein bisschen vermisse ich echt nach wie vor hier die Musik irgendwie. Ja, außer die Hintergrundgedattel hier in dem Hauptmenü, sage ich jetzt mal, haben wir ja hier eigentlich gar keinen Sound. Außer das vom Moped. Also ich meine das Musik. So, das haben wir nicht. Nach wie vor schade. Aber vielleicht kommt es ja aus dem MotoGP 2 oder 1. Könnte natürlich auch sein. Wage ich zwar zu bezweifeln, aber möglich wäre es. Wird man ja demnächst mitkriegen, weil die Saison hier, wie gesagt, ist ja bald zu Ende. Schauen wir da mal. So, perfekt. Gut. Die erste Runde gleich wieder beendet. Nach da vorne dieser minimalen Linkskurve. So. Okay, ja, nein, jetzt. Gut. Da haben wir es jetzt gerade eben wieder gesehen, dass ich Probleme hatte in der Kurve hier mit dem Wasser etc. bla bla. Ju. Aber nichtsdestotrotz, wieder neues Datenpack. Whatever. Runde 2. So. Natürlich hier, nachdem ich ja alles durch habe hier im Karrieremodus, habe ich glaube ich schon beim letzten Part erwähnt. Egal, ich erwähne es hier mal nochmal. Klar, werde ich mich dann auch nur in die Online-Trophys wagen, wie auch die Legendenrennen und das andere Gedönsel, was man da noch alles machen muss. Ja, wobei die Online-Rennen geht, eigentlich sind nur 2 Trophys, also einmal 25 Rennen, glaube ich, wartet hier, wo man ja online absolvieren muss. Ne, 3 waren es dann, stimmt, genau, weil
Eine kommt dann noch hinzu mit dem, dass man eine Meisterschaft fahren soll online. Da ist dann auch die Platzierung vollkommene Wurst, also kann man hier auch, keine Ahnung, was hier zusammenfahren. Jo, und dann natürlich hier noch die Zeitdinger hier, dass man da hier den anderen unterbieten muss. Ja, das soll dann anscheinend ja auch die schwerste sein. Aber mal gucken, wie wir das so hinkriegen hier. Seht ihr natürlich auch wieder hier ganz unten in der Videobeschreibung hier, welche Trophäen ich pro Part freigeschalten habe. Ja, falls ihr dann hier Tipps oder Tricks oder irgendwie sowas hier braucht, könnt ihr natürlich gerne den Part dann jeweils angucken, wie ich das in dem Fall da gemacht habe. Ja, die meisten, die mich ja jetzt hier freigeschalten haben, waren eigentlich nur Story bezogen, also Story in Anführungszeichen, was die Karrieremodus betrifft. Ja, und halt noch so kleine Spielereien wie den Techniker etc. Das war ja auch nochmal so eine Zusatztrophy. Oder bei einem Team bleiben oder ein Team wechseln. Ja, die haben wir natürlich auch schon. Die übrigens mit dem Team bleiben ist hier sogar eine verpassbare, weil wenn man die am Anfang nicht macht in MotoGP 3, dass man ja dann auswählt hier, ich möchte bei meinem Team bleiben, anstatt den loszuschicken und ein neues Team zu suchen, muss man die Karriere komplett nochmal von vorne anfangen. Ja, von dem hatte ich Glück gehabt, dass ich hier die von Anfang an geholt habe. Ja, wow, die Kurve hier wieder. Sure. Gut, letzte Runde. 2 Minuten 20, okay. Gut, da wird es höchstwahrscheinlich, je nachdem von der Länge der nächsten Strecke, wird es hier ein bisschen ein längerer Part, aber ich denke mal, das macht euch nichts aus. Ja. So. Gut. Und ich behaupte jetzt auch mal, mittlerweile hier fahre ich eigentlich relativ ganz gut, sodass ich online ja doch eventuell eine Chance haben könnte. Natürlich kommt es auch ganz darauf an, wie bei meinem letzten Teil hier, wo sie da hier mich da sowas von weggebröselt hat, weil mein Teamkollege mein Moped geschliffen hat. Ja, das wird dann wahrscheinlich online genauso sein, weil so ein paar Roadies erwischt man natürlich immer bei Rennspielen online. Sure. Fallen mir gerade die Zeit nur von Blur ein. Oh Gott, war das ein, naja. Ja. Das hat ewig gedauert, das Ding auf Platin zu bomben. So lange wird das hier jetzt garantiert nicht. Falls ihr da gerade jemand wundert mit Blur, ja, das Ding habe ich zwar auf Platin, allerdings nicht Let's Played in dem Sinne, von wegen, dass ich das alles aufgenommen habe und hier in YouTube hochgeladen habe. Ja. Da war ich noch nicht ganz so technisch in der Lage da dazu, beziehungsweise kam noch nicht auf die Idee, das alles hier via YouTube zu machen. Und oder Twitch, je nachdem. Nee, also ja, das habe ich dann nur so just for fun gedaddelt. Okay, mache ich die ganzen Spiele jetzt hier nach wie vor, ja klar, logischerweise auch, ne, weil sie mir nicht taugen würde, machen die Games auch nicht auf Platin. Jawohl, ja doch, gut, ein, zwei Spiele hatte ich dabei. Fällt mir jetzt gerade so ein. Die habe ich dann nur gezockt hier, um die Platin-Trophäe zu haben, weil diese Spiele holt man normalerweise nicht, sage ich jetzt mal. Ja, aber egal, zurück zu dem Rennen jetzt hier. Ja, da vorne ist dann auch gleich wieder die eine letzte Linkskurve und dann ab durchs Ziel und zack, erster. Weil man sieht es auch schon an der Minimap, beziehungsweise hier, ich sehe nichts mehr. Oh, oh shit. Zum Glück habe ich gerade eh schon nach hinten gedrückt. So. Genau, und Abflug durchs Ziel. Und zack, das war's. Bläm. Speed Tiger. Tiger. Ja, immer. Sehr nice. Das Ding ist fertig. Ja, sieht ganz gut aus. 11 Sekunden Vorsprung. Fast 12. Boah, 17 Punkte Vorsprung auf Miller mittlerweile in der Meisterschaftswertung. 100 nach wie vor Platz 1. Oh, Helmpflicht. Okay, ich dachte eigentlich, da muss man ein Rennen fahren hier mit, also aus der Helmsicht. Ach, egal. Freigeschalten ist freigeschalten. Ne. Was soll der Terz? Finde ich auch gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja,
hat heute ein perfektes Rennen gezeigt. Ja, wie immer halt. Nee. Wisst ihr Bescheid, Kollegas. Das war eine Menge. Gut. Das Rennen haben wir jetzt auch. Jetzt fehlen nur noch, ich glaube, 3 oder so. Ach, Mann. 3, 4. Irgendwie so um den Dreh. Werden wir jetzt gleich sehen. Wunderbarer Marquez. Wie wär's mit mir? Egal. So. 2. Okay. Gut, dann halt 2. Zweimal Valencia, einmal Testsession, einmal Normalo. Jo, da fliegt man in dem Fall jetzt auch gleich hin. So, mal wieder Spanien. So. Genau, gibt es jetzt irgendwas? Ja, gibt es sogar was Neues. Das nächste Rennen ist das letzte der Saison. Vergiss nicht, die Angebote, die du danach bekommst, sind von den Teams, die gewillt sind, dich nächstes Jahr für sich fahren zu lassen. Okay. Ja, das durften in dem Fall alle einig sein oder größtenteils viele, sage ich jetzt zumindest mal. Weil, ja, Meisterschaft gleich gewonnen. Trotz Wildcard. Ist natürlich nice, ne? Auf jeden Fall haben wir es ja noch gerade eben gesehen. Die Vorgaben sind immer noch gleich. Platz 3 und in dem Fall eine 4 Kilometer Strecke. Und 5 Meter. No. Dann ist gleich der logischerweise erstmal schön hier das Qualifying gefahren und danach das Rennen wieder. Ich glaube in Valencia war ich sogar schon, oder? Das weiß ich auch nicht mehr. Verdammte Axt, das weiß ich eigentlich überhaupt. Gut, gucken wir es hier auch nochmal ganz kurz an. Valencia. Die ganzen Dinger übrigens, so by the way, werde ich dann logischerweise in MotoGP 2 und 1, solange es nicht eine neue Strecke ist, komplett überspringen, dass es jetzt schneller geht. Ja, doch, haben wir gehabt mit dem McDonalds. Genau, stimmt aber was. Gut. Also dann das zweite Mal jetzt hier in Valencia. About 1999, 876 Meter, längste Gerade, links 9, rechts 5 Kurven. Ja. Gut. Von jeder Tribüne aus einzusehen. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht gemacht. Grüße unsere Zuschauer von der Valencia. Jo. So, ab zum Qualifying gleich hier, ab auf die Strecke. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was da denn hier passiert, weil eigentlich hat er ja gesagt, es ist das letzte Rennen. Also müsste ja theoretisch gesehen die Meisterschaft danach rum sein. Und ich denke da mal gleich, die Test-Session gehört schon mit zu dem neuen Team, dann, dass man da schon mal die ersten Datenpacks sammeln kann für das neue Moped dann von dem neuen Team. Schätze ich jetzt mal. Wow, aha. Ach, die war doch jetzt schön. So. Genau, perfekt. Okay, das war jetzt eher weniger gut. Huch. Meine ich das jetzt so, oder war ich jetzt gerade mit beiden Rädern in der Luft? Okay. Ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. So. Oh. Ah ne, ich glaube Helmpflicht. Also jetzt habe ich mich gerade nochmal überlegt, das war eigentlich nur hier so und so eine Stufe erreichen, also sprich alle Helms freischalten. Helms? Helmarten? Helme? Helme. Alle Helme. So, alle Helme freischalten. Ja, wunderbar, gut, dann haben wir in dem Fall dann die auch schon. Ja, und das hier mit der, sag ich jetzt mal, Ego-Perspektive fahren, werde ich natürlich hier einfach mal auf so einer, ja, einfachen Strecke, wie zum Beispiel auch die hier, könnte ich da halt dazu auch nehmen, aber das mache ich einfach nur mit schnellem Rennen. So, der kann natürlich so alles einstellen, dass die Gegner automatisch keine Chance haben, falls sie dann hier mit der Kamera nicht klarkommen würde. So, gut. Wunderbar. Und ab durchs Ziel. Das war es in dem Fall auch schon mit der Runde. Geht relativ zügig. So 1,45 knapp. Boah, Datenpack wieder erhalten. Ich hatte immer sicherheitshalber, bis die Meldung mit dem Datenpack erhalten verschwunden ist. Nicht, dass ich hier dann irgendwas verbacke oder sonst irgendwie. So, 6,4 Sekunden wieder auf Miller. Ich denke mal, das wird noch runtergehen auf 6,2. Nein, 6,3. Egal. Gut, hier das Ganze nochmal in der Übersicht. Schaut gut aus.
Das Video freigeschaltet, Video 6, Stufe 25, okay. Passt. Ab zum Rennen. Also ich bin ja echt schon hier gespannt, wie das jetzt hier ist. Mit dem, wenn ich hier die Meisterschaft jetzt beendet habe in MotoGP 3. Auf jeden Fall werde ich dann definitiv, wenn ich MotoGP 2, wenn ich einen Vertrag kriegen würde für die MotoGP 1, werde ich sofort unterschreiben. Willkommen auf der Rennstrecke. Dass ich mehr oder weniger die Zweier überspringen könnte. Je nachdem natürlich, wann das Angebot hier reinflattert. Wenn es auch wieder in der letzten Strecke ist, dann mache ich das auch nicht mehr. Na, so, perfekt. Ab geht's. Oh, der eiert aber ganz schön hier mit dem Lenker. Geh weg. Na, verdammte Axt. Hey, bleibst du weg? Oh, oh. Verdammt. Ja, das war mir jetzt klar, dass die jetzt besser aus der Kurve rauskommen. So, ich fahre jetzt mal kurz mal ein bisschen riskanter. Oh shit. Okay, passt. Gut. So langsam durfte ich jetzt an denen wieder wegfahren. Vor der Nase. Jo, das schaut gut aus. Ja. Gut. Also jetzt hier schön gemütlich zu Ende fahren. Ja, passt. Nochmal nach links. Ach ja, und an dieser Stelle auch mal erwähnt, es kann sein, dass hier mein Uploadplan nicht immer eingehalten wird von den ganzen Sessions, weil ihr das vielleicht schon bemerkt haben, dass ich hier, also wenn ihr zufälligerweise mein Tutorial-Video reingefahren habt, ja, dass hier genau MotoGP 14 eigentlich so gut wie jeden Part, den ich hier hochlade, von YouTube geclaimed wird. Ja, gut, kann natürlich nichts machen, ne? Da muss ich erstmal dann warten hier bis die Organisation hier von MotoGP, also Dorna Sports, mir die ganzen Dinger hier freischaltet. Kann natürlich auch bis zu 30 Tage dauern, aber im Regelfall eigentlich nicht, so wie ich es mittlerweile schon gemerkt habe. Aber naja, deswegen kann es dann zu Verzögerungen kommen. Ich werde es natürlich das Ganze dann auch via Twitter und Facebook da nochmal posten, wie es gerade momentan der aktuelle Stand aussieht, ob der Part pünktlich rauskommt und oder nicht. Ja, andernfalls, klar, mache ich halt, beziehungsweise schaue ich dann, dass ich irgendwas anderes dann online stelle von meinen Gameplays. Dass dann nicht geblockt wird. So. Weil sonst ist das Video nämlich, wie jetzt hier in Dorna Sports, ist das Video weltweit blockiert. Ja, also sprich, bringt mir das hochgeladene Video rein gar nichts. Schuh. Gut. Jetzt haben wir hier auch schon wieder die Hälfte von der zweiten Runde rum. Circa. Oh man, bin ja echt jetzt gespannt, was jetzt hier gleich passiert dann, wenn ich jetzt hier durchs Ziel eier. Also gleich in ungefähr 2,5 Minuten. Moment. Irgendwas habe ich jetzt hier gewaltig vergeigt. So, machen wir das so. Scheiße. Ja, so ist das halt, ne? Wenn man einmal nicht aufpasst und keine Ahnung, was hier für ein Müll da labert. Also teilweise Müll. So, dann haut's einmal direkt aufs Maul. Puh. Okay. Also entweder geht jetzt gerade gewaltig meine Konzentration flöten und ich bin einfach nur nervös gleich wegen dem Finale hier. Also jetzt genau in einer Runde. In 1,43 roundabout. So. Aber das hatte ich also schon mehrmals hier mit dem Rewind. Ja, und es ist definitiv so, dass hier das mittels L1 wird das hier getriggert, zumindest hier auf der PlayStation. Und ja,
Also ich muss ja immer hier mehrmals drauf drücken. Keine Ahnung, ob das erstmal noch zwischenspeichern muss oder wie auch immer, dass hier das, die Funktion aktiviert wird, aber na gut, habe ich bei anderen Spielen schon mal schneller gesehen, dass es so funktioniert. So, ich spiele NFS. Ja. So. Gut. Rip, rip. So. Jetzt wieder so Pi mal Daumen, roundabout die Hälfte der Strecke. So, jetzt ist man ja ein bisschen vorsichtiger da vorne dann, nicht dass sie mich gleich wieder hier aufs Fressbrett legt. Das muss ja nicht sein. Ich glaube, das durfte ja hier gewesen sein. Ja, ich glaube, hier war es auch. Jo, hier war es. Ah, diesmal sieht das Ganze schon besser aus. Hui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 . Ich weiß auch nicht, weil die komischen Zacken da, was da angezeigt wird, da habe ich jedes Mal hier Panik, weil Zacken und Motorrad und Schräglage kommt nicht gut. Da hier diese Dinger hier. So. Gut. Grande Finale. Die Zieleinfahrt. Und so, was passiert jetzt? Erstmal nichts. Außer wieder schön brav winken. Bitte warten. Jo, Müller wieder Zweiter, nichts Neues. Ich nach wie vor Erster. Honda auch Erster. So, in der 18. Runde der Meisterschaft wird Joe Trophy den Weltmeister. Was? Wird Joe Trophy den Weltmeister? Der Weltmeister, dachte ich. Hm, egal. Weiter. Ja, das war's oder was? Nur so eine Einblendung oder wie? Yo, 111.000 Grand Prix Fans. Alter. Okay, ja immerhin das, ne, aber sonst kein Video, nix oder was? Hm. Er hat heute ein perfektes Rennen. Ja gut, gezeigt. Das ist ja nichts Neues, ne? Einen ruhmreichen Moment haben er und sein Team sich redlich verdient. Das war eine Menge harte Arbeit. Ja. Und nü? Hallo, ich habe die MotoGP 3 gewonnen. Hm. Na, vielleicht kommt's ja noch. Ja, das sind jetzt hier die Racing Teams, die mich anfragen. Genau, auch das, was ich als Wunsch geäußert habe, ist dabei. Okay. Hä, da ist natürlich hier die Teamleistung höher. Gut, Motor 3 scheidet aus. Ne, ich nehme jetzt einfach genau das, was ich angefragt hatte. Anmelden möchte ich das Moment, das hier war. Genau, Motor 2 passt. Also ja. Bling! Besser und besser. Ich denke mal, das ist auch die Story-related Trophy zu Wechsel auf MotoGP 2. Ja, jetzt gab es nochmal einen Blick in den Kalender. Ja, die Test-Session in Valencia. Genau, da jetzt der Part jetzt schon relativ lange ist, würde ich behaupten, das hier mache ich dann im nächsten Part genauso auch, wie es dann abgeht hier in MotoGP 2. Obwohl, ne, ist eigentlich Schmarrn. Ne, ich mache das doch mit. Hat er Glück gehabt. Weil dann mache ich nämlich hier die neuen Parts ab da dann mit MotoGP 2. Das gibt mehr Sinn. Und wegen der einen Runde, die ich im Normalfall hier nur fahren muss, ist es jetzt eigentlich groß Schmarrn. Ja, genau, Valencia immer noch das gleiche. Wie gesagt, überspringe ich ab jetzt. So. Lieber gleich wieder den nächsten Ladebalken starten. So, habe ich denn jetzt hier schon das neue Bike oder nicht? So, genau, 1,44 muss es schlagen. Doch, das sind die neuen. Okay, nice. Dann werde ich natürlich. Ah, jetzt geht's. Gerade schon gedacht. Kein Wunder, geht's hier nicht nach rechts, weil ich kein Motor gar nicht auswählen. ja, dann nehmen wir halt die Bremsen, ne? Tatsächlich, es gibt echt keinen Motor. Ja, nehmen wir die Bremsen. So, ab zur Strecke.
Dann mal gucken, jetzt gehe ich noch mit dem neuen Moped von der MotoGP 2 Klasse. Oh ja, das sieht schon besser aus und klingt schon mal vom Sound her ein bisschen aggressiver. Ih, was ist das? Ist das pink? Auf jeden Fall komme ich hier zur Roundabout auf die 300 km/h. Wow, okay. Ah, das klingt jetzt aber schon wesentlich geiler. Ja, genau so müsste es sein. Wunderbar. Hui, hui, hui. Okay, ich wollte mal meinen, die Maschine hat ein bisschen mehr Dampf. Dampf, Alter. Habe ich hier mal wieder den Spider-Man gemacht. Oh mein. Gut, also hier lieber mal sachte aufs Gas. Oha, was ein Unterschied. Also ich bin ja gerade eben die Strecke schon gefahren, aber das hier ist jetzt hier. Alter. Jo. Okay. Nochmal ein ganzes Tickel. Oh, yo, ich brauche definitiv neue Bremsen. Oder stärkere, wie auch immer. Weil das hier. Hey, ja, ja, ja. Auf jeden Fall macht es jetzt schon mal gewaltig mir Fehls. Da freue ich mich jetzt echt schon auf die komplette Saison. So. Ich würde behaupten, aber hier ist ein bisschen schnell. Oh, schaffe ich das noch? Ja, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus. Jupp. Hä? Ah, wollte ich gerade sagen. So, Test bestanden. 3 Datenpacks. Perfekt. So, passiert jetzt irgendwas Neues? Eine neue Saison beginnt. Das Warten für alle, die für die Wettrennen und die Motorradrennen begeistert sind, ist gerade am Ende. Ja. Na toll. Wieder genau gleich wie beim letzten Mal. Ich habe weder eine Taste gedrückt noch sonst irgendwie was. Ja, auf jeden Fall. Saison beendet. Neue kommt. So. Genau. Was gibt es jetzt hier ein tolles Neues? Eine Mail zur Idemitsu Honda Team Asia. Und ich freue uns wirklich sehr mit dir auf dieses Abenteuer. Alle haben hart daran gearbeitet. Bla bla. Ja, auch wieder der Standardtext. Platz 13. Soll man hier holen. Schauen wir jetzt hier mal auf den Plan. Ja, fängt auch gleich an mit Losai in Katar. Genau. Das jetzt dann aber, wie gesagt, in meinem nächsten Part, das jetzt definitiv. Also Leute, nicht bis dahin dann auch wieder einschalten. Und man sieht sich bis die Tage. Ciao und Servus.